Warte mal, wir sind schon bei Akt 4. Aufziehender Sturm. Wir hatten doch letztes Mal schon Sturm. Mit dem ganzen Sand und so. Ja. Hier noch mehr Pferd. Das war der falsche Knopf. Ja. Ah ja, ich habe jetzt auch meinen Skin hier aktiviert. Ah, okay. Ich glaube, das Pferd und die Rüstung waren irgendwie dabei. Ein okay. Bisschen. So, oh mein Gott, sind hier viele Gegner. Ich komme da nicht durch. Da war ein Schatz. Da war ein Goblin, der rennt in die andere Richtung. Egal. Ich komme da nicht durch. Macht doch viel angenehmer. Den habe ich umgerannt. Vielleicht schneller denn nicht absteigen. So, eine stille Truhe, glaube ich. Oh, ein Schwengel, jawohl. Und legendärer Ring. Oh, einen legendären Kopfschutz. Erstmal muss ich den Schwengel hier abchecken. Vergleichen ist ja eigentlich sehr viel schlechter, Alter. Hat den interessanten Mini. Nein, der Schwengel ist schwächer. Der hat der hat diesen Schildeffekt, Daniel. Der dieses eine Amulett mal damals hatte. Welchen? Wenn ihr getroffen werdet, während ihr nicht gesund seid, bildet sich 3 Sekunden lang eine magische Blase um euch. Ich habe hier gerade irgendwas bekommen. Ja, Objekte haben ja Sockel, ne? Aber ich habe irgendwie leerer, verschlagener, boshafter Sockel. Ist das irgendwie was anderes? Interessant. Das ist irgendwie so ein oranger Sockel, ist das irgendwie. Alle reden so über die zweite Staffel von Diablo 4, die kommt, die soll das Spiel retten. Retten? Ja, viele beschweren sich über das Spiel. Okay. Die sind nicht so leicht zufriedenzustellen wie wir, Daniel. Donnen. Habt ihr eure Sachen gefunden? Ich bin noch nicht mal hineingegangen. Wir haben einen Eindringling. Du fauler Sack, du. So ist das nicht. Sie ist doch nur ein Kind. Ihr habt ein Kind mitgebracht. Was? Hierher. Eigentlich hat sie. Du hast deinen Sohn verloren. Okay, dann wissen wir, um wem es hier geht oder so? Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht. Kind? Für ein Kind? Ich weiß nur die eine Olle, die wir irgendwie gerettet haben hier letztens. Warum ist da hier so ein langer Weg, der hier zur Seite führt, wenn hier nichts ist, ey? Das wundere ich mich auch immer. Wenn ich spiele. So, Manifest Nairel. Ich weiß nicht, wer das ist. Glaube ich. Das eine Blach da, wo die Mutter wir getötet haben, dann hat die sich wiederbelebt, dann haben wir sie wiederbelebt und dann haben wir sie wieder gestorben. Ja. Passt mit dem Stab auf. Das ist kein Spielzeug. Wer ist er? Wie sind die da reingekommen? Er hat einst in diesem Gewölbe gelebt, das ihr unerlaubt betretet. Das ist eine beschissene Waffe. Ich studiere. Mein Vater. Und erforsche die Horadren. Zumindest was von euch übrig ist. Studieren, Ah, schon wieder Rohr drin. Sagt mir nicht, dass Lorat einen neuen Lehrling hat. Ich brauche keinen Lehrer für meine Nachforschungen. Lilith. Lilith. Bedroht bereits. Steht einfach nur so an der Seite, so, bitte nicht streiten. Dafür muss ich vor. Mein Charakter guckt irgendwie, was ist denn da hinten in der Ecke? Ihr? Gegen Lilith?
glaube, wir sollten wissen, was die Hora drin sind, Daniel. Ich glaube nicht, dass das noch erklärt wird hier in dem Spiel. Die Finger von ihnen lassen. Es könnte gut sein, dass die in den anderen Teilen von Diablo auch vorgekommen sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, Lorath einer war. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Ja, ich weiß, ich habe ja, nachgeguckt, was die sind. Das ist nicht wirklich was Geheimnisvolles, ganz ehrlich. Sind so gute Typen, böse. Gute Typen sind das bestimmt. Dafür haben wir hier ist ein was zum Interagieren. Lorath erzählt dir eine Geschichte. Oh, geil. Doch sie können niemals ausgelöscht werden. Da eigentlich irgendwas. Selbst von ihrer Heimat. Und kann man nochmal Effekte nachgucken, die man gerade aktiviert hat. Wie tut man nochmal die ganzen Startswert hier zeigen? Wenn ihr bei deinem linken Analogstick da benutzt, wenn ihr auf deinen Charakter da ging. Eine flügellose Fledermaus. Weil irgendwo konnte man da auch die ganzen Effekte, die gerade aktiviert sind, gucken, glaube ich. Ich habe da die ganze Zeit so eine 30 unten links. Inspirierende Angriffsgeschwindigkeit. Bei mir ist Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Da erwartet das anderes. Ich bin erwartungsvoll, angeblich. Und ich bekomme 5% mehr Erfahrungspunkte, weil wir in der Gruppe sind. Ja, das ich auch. Das andere, das ist eine Fähigkeit von irgendwas, was du hast. Hier. Ja. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir unglaublich bekannt vor. Ja. Lasst mich das Siegel lösen. Macht oder nicht? Löst das scheiß Siegel. Chess Bithilm. Schachmatt. Sesam. Brötchen. Robben. Stein muss auf Lilith ausgerichtet sein, bevor Lorath. Ich kann mir nur vorstellen, dass der voll uns ausrasten würde, wenn wir so einen Scheiß labern würden. Während der da voll die wichtige Transformation. Dein Charakter, der so völlig emotionslos ist, der redet da irgendwann und der so Brötchen. Dein scheiß Barbar sagt jetzt Brötchen. Sesam. Hast du auch Hunger, Alter? Oh. Verzeiht meine Chroniken der neuen Horadrim. Erst das. Ja, jetzt hören wir mehr über die raus. Lorath Elias. Ah, Tonin hat der unterbrochen. Ja. Ich bin eingepfercht, um zu experimentieren und zu debattieren. Nichts kommt der Erzengel Tyrael. Bis auf unsere Vorstellungskraft. Und wie gut wir bei mir ist das jetzt weg. Tolerieren können. Der Erzengel, da war doch dieser Typ, den wir getroffen haben, ja, ne? Das ist der Anführer von denen irgendwie. Meinst du nicht? Ich habe nicht das ist der Anführer der modernen Menschheit. Der ich weiß gar nicht, warum der nichts macht, ey. Donan folgt euch nicht mehr. Nein. Ups. Das Wichtigste zuerst. Lorath braucht meine Notizen. Seelensteinmagie ist. Genau, wir wollen ja in so einen Stein einsperren, glaube ich, ne? Warum nicht einfach umbringen? Ich meine. Weil dann haben die Leute im nächsten Spiel auch nichts mehr zu tun. Wir müssen jetzt zu seinem Schreibtisch springen. Vorsichtig. Wir haben hier drin einen Geist beschworen. Der ist amok gelaufen. Was? Lorath versicherte mir, ihn gebannt zu haben. Na klar. Ah. Ich hatte immer meine Zweifel. Kein Wunder, du Zweifel hast, den alten komischen Trinker da kannst du doch nicht glauben, ey. Mein bester Freund ist ein Schwein. Boah. Ich lasse über legendäre. Immer schöne Effekte. Bringt Donald zu seinem Schreibtisch. Der Daniel? Nee. Nur dann darfst du das auch nicht austauschen. Ich muss warten. Das ist meine Logik, ja. Wir wollen damit vertrauen, was meine Angriffe sind und so.
Nein, ich komme wieder von hinten. Vom Himmel. Die kommen! Von oben! Ach, Backen. Ich schnapp mir die eine. Und ihr den Rest. So. Lilith kommt aus dem Reich ihres Vaters. Hass. Das ist die Essenz, die Lorat für die Ausrichtung benötigt. Ich hasse dich, Donen. Ich hasse dich. Eine Karte. Ah, hier. An all diesen Orten lebt noch Mephistos Hass. Nur noch eine Sache. Ich will mal kurz. Irgendwie kann man ja. Kann man nochmal die Waffen wechseln für jede Waffe? Das weiß ich nicht, Daniel. Das musst du selber wissen. Hier steht Waffe wechseln. Der Stuhl ist geöffnet! Automatische Auswahl will ich machen. So. Möchte ich auch was von meinen anderen Waffen mal sehen. Okay. Tor geöffnet. Da. Schon tot. Ja, die sind nicht besonders kräftig, die Fettblättermäuse. Damit interagieren. Sprich mit Donnen. Ist das euer horatisches Amulett auf dem Tisch? Ja. Ich wette, Lora trägt seines noch. Die Mission des Ordens war sein Lebensinhalt. Ich konnte mein Leben nicht dafür aufgeben. Nicht wie er. Ich wollte ein Mann sein. Ich bin gegangen, um Familie, Gemeinschaft und Ruhm zu finden. Ich kann woanders sein. Ihr habt gesehen, wie das geendet ist. Mein Sohn. Ich kann das nicht. Es würde ohnehin nicht klappen. Donan. Ihr versteht nicht. Hier. Die Beschaffenheit der Seelensteine. Wir sind so richtig geil. Wir sagen nur seinen Namen und schon überzeugen wir den. Charisma maximiert. Ich habe keinen. Was euch an Glauben fehlt, gleichen eure Verbündeten. Guck mich mal an. Wer? Ihr? Eure Verbündeten, die sind scheiße. Seht euch mal uns an. Ihr seid der Einzige, der uns helfen kann. Ja. Yeah. Ich habe 4 Waffen, die ich mit mir rumschleppe. Sehe ich aus wie jemand, der inkompetent ist? Ich kann nichts versprechen. Ich kann die aber nicht gleichzeitig benutzen. Aber ich kann es versuchen. Für euch beide. Hören wir uns an, was der alte Mann zu sagen. Alleine hier, mit wem redet der? Okay. Ich glaube, der sieht doppelt. Wir sind voll im Kreis gelaufen. Ganz ruhig, Golem. Das sieht doch alles gleich aus, das ist doch. Geht's hier lang? Ja. Kehre ins Arbeitszimmer zurück. Ja, was ist sozusagen? Wie ist es euch ergangen? Das hier ist eine wahre Schatzkammer. Seht euch dieses Meisterwerk an. Kalhas hinter dem Schleier des südlichen Dschungels. Ihr seid mit Kalhas Arbeit vertraut. Sie ist brillant. Ich bewundere. Du hast deine Mutter verloren. Er hat seinen Sohn verloren. Ihr seid doch voll wie füreinander geschaffen. Erzählt es mir unterwegs.
unterwegs? Die verstehen sich gerade doch sehr gut. Ja. Ich kenne die Sitten der Horadrin. Eure Magie. Sogar die Chiffre, die ihr nutzt. Und sagt mir nicht, dass es zu gefährlich ist. Lilith hat mir meine Mutter genommen. Ich werde alles tun, um sie aufzuhalten. Eine gute Rede. Könnte sogar den Mann überzeugen, dem ihr sie vortragen solltet. Kommt mit, ich gehe zu ihm. Aber ihr seid ein Horadrin. Ist das nicht euer Gewölbe? Das war es einmal. Ich schätze, wir werden sehen, wie es jetzt steht. Okay. Jetzt müssen wir wieder weg. Moor. Der vorher Verbündeten in der verlassenen Kapelle. Was meinst du, wie weit wir entfernt sind vom Ende des Spiels zum finalen Boss? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Ich komme mal hier um. Sind hier irgendwelche Quests in der Nähe? Irgendwie nicht. Nee, warte, hier werden nur alle angezeigt. Karte. Nee, irgendwie nichts. Wo ist die verlassene Kapelle? Ich bin blind. Hier. Ach, diese Kapelle. Ich habe jetzt gedacht, hier, wo wir die Weltstufe ändern können. Rote Kapelle? Nein. Hier steht aber, betretet die blutrote Kapelle. Nein, tut es nicht. Wenn die neue Saison beginnt, kann man ja mal versuchen. Vielleicht wird das Spiel dann gefixt oder so, keine Ahnung. Ja, das. Oh. Oh, ich bin nach Bingens. Ich hab dich schon gefunden, ich bin auf dem Weg. Tazarak. Ich muss warten. Oh, ich krieg keine neuen Klamotten mehr. Ich habe schon alle Sachen hier gefunden. Willkommen in meiner Welt. Für mein Inventar. Ich dachte, da steht Ring der Ahnungslosen. Das ist auch wie perfekt für mich. Das würdest du. Kommt gerne wieder. Als wäre was für uns. Gast zum Gasthaus zum durstigen Wanderer. Ich muss warten. Jetzt alles auf Level 50 jetzt nur noch. Also nicht der Wald, in dem wir gerade waren, da stand Stufe 40. Ja. Ja, also da oben stand da oben drüber. Ich tue jetzt was aufwerten, Daniel. Nur. Ja. Okay. Das ist aufwerten. Ja, das machst du ja nicht, aber das ist interessant. Warte mal. Ich wollte einfach nur, da gibt es bestimmt wieder eine abgeschlossene Herausforderung für, wenn ihr das macht. Ja, kann sein. Habe ich auch. Irgendwann zum ersten Mal. Ja, macht. Ja, kriege ich auch. Ja, ja. Okay. Reparieren, Gegenstand aufwerten. Was kann man bis Stufe 4 aufwerten? Das ist irgendwie in Stufen unterteilt, die Aufwertung. Ah ja, ich sehe. Okay, ist jetzt gut. Ey. Mein Gott, was poppt denn da noch alles auf? Ey? Jetzt. So ist gut, meine Fresse. Ja, aber sehe ich jetzt noch keinen Grund für. Mach's oder später, auch nicht. Irgendwie ich weiß, du magst das nicht. Wenn du irgendwann so eine Waffe hast, wenn du nie mehr wechselst.
Ich glaube, das Einzige, was du dafür brauchst, ist irgendwie Geld. Also du brauchst irgendwie keine anderen Materialien oder so, so wie ich das sehe gerade. Wenn ihr sie braucht. Ich habe das jetzt einmal gemacht, das kostet nicht viel. Nee, da unten ist irgendwas bei mir. Rohleder. Bräuchte ich zum Beispiel für einen Kopfschutz hier. Okay. 10 Rohleder. Ich habe 1000. Ja, wenn nicht, sonst bräuchtest du die Ressourcen für irgendwas anderes. Hey. Bis jetzt läuft es ja noch. Meine Heugabel ist stark genug. Mein dicker Hammer. Ja, sehen wir das, wenn wir mal eines Tages die dritte Stufe erreichen. Ja, dann kann man ja noch darüber nachdenken, aber im Moment ist es ja noch voll schick. Außer ein paar Mal, wo wir irgendwie voll in Panik ausgebrochen sind bei den Bossen und so. Aber wenn man davon abschied ist, sowieso nur ich. Ja, sterben tut sowieso nur ich. Ja, haben wir ja noch hier Paragon. Kann man ja auch noch machen. Ich bin nur, da wird es einen Grund für geben, dass es diese Funktion gibt, ey. Oh ja. Ist nicht so ein Casual Game wie Final Fantasy. Ja. Das ist bestimmt voll Hardcore, das Spiel. Ich will mal weiterspielen, ne? Macht Star Wars gerade mehr Bock. Ja, ich sehe es. Wie der Daniel immer mehr vom Spiel frustriert wird. Die funkigen Höhlen, die war gut. Ja. Jetzt bestimmt irgendwie eine Trophäe oder so, wenn du so alle drei auf einmal besiegst oder so. Aber kann ich mir nicht vorstellen, ne? Nee. Weil die Trophäen in dem Spiel sind ziemlich casual, ganz ehrlich. Ey. Du kannst die alle kriegen. Also. Ja, so wie beim ersten Teil, ne? Die kannst du. Das hat nicht mal eine Großmeister-Trophäe, das Spiel. Also spiel das Spiel auf Großmeister, das hatte der erste Teil schon. Das ist der Dom. Die Details des Plans sind mir noch nicht ganz klar. Die Knochen sind dort. Lilith will Mephistos Kraft für sich. Bevor sie ihn erreichen kann, werden wir den Seelenstein auf sie anwenden. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die Vorbereitung des Steins kostet Zeit, die wir nicht haben. Warum bekämpfen wir sie nicht? Ja, genau meine Rede. Warum machen wir sie nicht einfach kalt? Blut fließt noch wie normale Menschen. Ihnen. Nein, Kreaturen wie sie zu bekämpfen ist immer der letzte Ausweg. Selbst wenn ihr sie besiegen könntet, würde sie irgendwann zurückkehren. Aber eine klügere Waffe, wie der Stein, wäre der Herausforderung gewachsen. Dann kann sie nie mehr wieder erweckt werden. Können mit genug Zeit auch versagen. Es ist überhaupt nicht der Plot von jedem anderen Rollenspiel überhaupt. Eine dunkle Macht, die versiegelt wurde, ist wieder auferstanden. Der Wind wird stärker. Ich kann sie nicht sehen. Taissa! Ich werde sie finden. Okay. Die ist hier schon vor der Tür. Hallöchen, na? Müssen wir jetzt wieder durch diesen scheiß Ring, ich meine durch den Ring. Oh Gott, was? Wann ist das denn passiert? Zu eurem kleinen Lager geführt. Statt ihr nicht gerade vor uns? Wenn ihr wehtut. Ihr wehtun. Ich habe sie ermächtigt. Die Runen auf ihrer Haut bilden einen Wegpunkt. Sie ist ein Leuchtfeuer zwischen den Reichen. Bringt sie hier weg. Es spielt keine Rolle. Ihre Aufgabe ist erfüllt. Eure Aufgabe ebenso. Genießt eure letzten Atemzüge. Warum ist das Teufel hier gerade? Ah,
Ich dachte, jetzt kommt ein Boss. Okay, da ist einer. Ja, da ist er. Ey, das ist ja der komische Andra, den wollten die da beschwören. Oh Gott. Ja. Oh, ich bin angekettet. Das gefällt mir nicht. Autsch. Wo bist denn du? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ich zieh mich ja an. Du bist angekettet. Wo ist der Pisser? Nein, ich lenke, links. Die Dinger ziehen eigentlich so an. Ja, ich weiß. Nein. Einfach mal ruhig mit einsetzen. Lass mich los! Ich bin nein, mein Heilmove. Aua! Ich hab von allen her getroffen. Na, ich geh da rein. Okay, der könnte ein bisschen nervig werden, glaube ich. Ha! Der Golem ist irgendwie voll überfordert. Ich sehe ihn irgendwie nie, wie er sich bewegt. Wir sind da. Der Weg ist nicht mehr da, der bewegt sich nicht. Nein. Ich muss warten. Ah. Vielleicht sind denen seine Batterien alle oder irgendwie sowas. Nein, nach Wege hat sich eingeloggt. Wo bist du? Aha. Was er noch am Leben ist, ey. Nein. Haha. Daniel, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Alter, was ist passiert bei mir, Alter? Ich dachte, du bist irgendwie ausgelaufen. Ne, bei mir hat sich das Spiel aufgehängt. Ja, bei mir bist du gerade tot, ja. Ich hab dich, pass auf, bei mir war das so die ganze Zeit, ich konnte nichts mehr machen. Mein Charakter hat die ganze Zeit von alleine angegriffen. Ich hab dich gehört, aber ich hab die ganze Zeit gerufen, du konntest mich nicht hören. Ja, du hast meine Gruppe verlassen. Ich habe jetzt noch... Ja, weil ich konnte nichts mehr machen. Mein Charakter hat nicht mehr reagiert, du konntest mich nicht mehr hören. Ich glaube, mein Controller hat sich aufgehangen. Ich habe jetzt das Internetkabel rausgezogen, das hat auch nichts gebracht. Dann habe ich die Batterie von meinem Controller nochmal rein und raus gemacht. Ich glaube, dein Controller hat sich aufgehangen. So, ich... Was war das für eine Scheiße? Ich habe nur gesehen, wie die ganze Zeit mein Charakter von allein nicht auf die eine Stelle geballert hat. Ja. Also ich habe mich mal hier sterben lassen. Ganz kurz. Ja, das war scheiße. Ich muss mich noch mal in der Gruppe einladen. Ja, warte mal, ich krieg mich gerade nicht hier ein. Ja, du standst da und hast die ganze Zeit irgendwie geschossen. Ja, ich habe die ganze Zeit auf eine von ja, ich konnte mich nicht mehr, habe keine Kontrolle mehr gehabt. Ich konnte gar nichts mehr machen. Also kann sein, ich habe dich gehört, aber du konntest mich nicht hören. Also kann sein, dass du gleich irgendwie tot bist oder so. Also nicht überraschen, ja. Ne? Ich habe dich einmal wiederbelebt, also. Aber ich bin jetzt aus dem Kampf rausgegangen. Ja, also, Ich bin jetzt hier irgendwo in der Stadt, ey. Da konnte nicht gespeichert werden, stand da irgendwie.
Wo bin ich jetzt hier? Wo bist du? Na, ich gehe mal kurz hier zur Stadt wieder hier. Muss mal meine Sachen reparieren. Ich glaube, du musst deine auch reparieren. Ja, das weiß ich zum Beispiel nicht. Das war jetzt beschissen. Was war das für eine Scheiße? Der Controller hat sich aufgehangen oder so. Ey. Ich wollte jetzt erst meine Konsole ausmachen. Ey. Ja, ich habe gemerkt, wie du irgendwie nichts gesagt hast, aber ich habe gedacht, oh, der Vegas ist gerade voll hoch konzentriert. Ja, ich habe nicht abgeredet, aber du konntest mich nicht hören. Na gut. Das war echt komisch. Ich habe nur die ganze Zeit, mein Charakter hat von alleine geschossen. Ich habe gar nichts mehr gemacht, ey. Ja, dann sag, wenn du wieder eingeloggt bist oder irgendwie sowas. Ich bin ja schon im Spiel. Also, ich vergesse mal beim ersten Mal, wie man das nochmal macht hier. In Gruppe einladen. Ich nehme mal, deine Ausrüstung ist ein bisschen kaputt jetzt. Ja. Yeah. So. Versuch mal. Halt passiert noch mal. Das nicht nochmal. Das war beschissen. Das ist auch kein Problem. Da machen wir den Knaben eben nochmal. Ja, der Anfang ging noch, bis ich dann auf einmal nichts mehr machen konnte. Ja. Und dann weiß ich, was das war. Oh nein, du hast nur ein Skelett. Ich habe bei mir alle da. Ja, ich sehe nur ein Skelett. Okay. Nein, das ist nicht ein, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ja, also bei mir ist die ganze Truppe da. Ja, hat alles repariert. Ja, habe ich. Okay. Dann nochmal. Nee, nicht hier lang. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur. Vielleicht hätte ich auch nur den Controller nochmal raus. Vielleicht hätte ich das Internet gar nicht wegmachen, das Kabel gar nicht rausgehen müssen, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo das Problem jetzt lag, ey. No. Kann ja mal passieren, so ein kleiner Ausrutscher. Bei mir letztens ja, im Internet. Weiß ich nicht, ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert, das wird mich ziemlich ankotzen. Weil der Kampf ziemlich schwierig war, habe ich das Gefühl, die Ketten, die haben genervt, ey. Ja. Ja, wo bist du? Ja. 102. Das passiert halt jetzt nicht nochmal die Scheiße. Und, oh Gott, da bin ich schon festgekettet. Ja, ich auch. Ja, ich hab grad meine Ulti. Autsch. Alter, ich hab mich kaputt. Ja. Das ist ja dieses große Übel, das die unbedingt beschwören wollten. Ja, ich weiß auch nicht. In der Qual. Dinger nicht getroffen werden, geht das ja auch. Ja, ich werde nur getroffen, weil meine Soldaten gehen aber sofort auf der Teil los. Ey. Nein, aha. Okay. Warum sucht die Kamera gerade raus? Oh, oh. Weiß ich nicht. Nächste Phase.
Vielleicht kommen jetzt noch Minions oder so. Dann wären wir lieber als diese Ketten. Nein, ich bin in die andere Kette reingestürmt. Dann fallen nicht die Ketten durch. Heilung, danke. Aha. Nein, er hat mich in die andere Kette reingeboxt. Na, wieso teleportiert er sich jetzt nicht mehr weg? Oder die? Nein, der hat sich in die Kette geschoben. Ja, manchmal düse ich, ja, in die Reihe. Komischen Geister an, der steht für... Das ist einer meiner deiner komischen Geister an, der stand bei mir nur gerade da blöd rum. Hat gar nichts gemacht. Du hast ja deine Ulti eingesetzt, oder? Ja, ja. Bei mir stand ja nur blöd rum, der eine. Oh Gott, oh Gott! Alter! Warum nehme ich den Schaden? Oh Gott, hätte. Ist der, glaube ich, der Sandsturm, Daniel. Oh Gott, ich glaube, der Sandsturm, der wird immer kleiner. Das kommt mir nur so vor. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der macht auch Schaden, wenn wir da hingehen. Ja, ja, der macht ganz schön Schaden. Man hört da auf. Auf ihn drauf, auf ihn drauf. Los, meine Geister! Boah, bock mich nicht. Mann. Ich bin noch nicht bereit. Scheiße, du Lutscher. Auf ihn drauf, auf ihn drauf. Such meine Geister. Nein, lass die los. Ist das irgendwie viel chilliger? Ja, irgendwie schon, ne? Okay. Und da war's für dich. Okay, ist gut. Okay. Oh, ein legendärer Beinschutz und Ring. Ich habe das Gefühl, der wurde immer einfacher, je länger der Kampf dauerte. Oh, ja, das Leute. Kommt mir auch irgendwie so vor. Klinge des Ghoul-Königs. Die verursacht pro Sekunde, die er stillsteht, 7% mehr Schaden, bis maximal 30%. Cool. Ja, wie weit ist denn der Ring? Okay. Die ganzen Dämonen, die ja beschwören, haben sie aber auch nicht so drauf. Jeder Astaroth und so, ne? Die alle beschwören wollen. Könnte irgendwie meine werden, so die Zerstörer von Welten oder irgendwie so. Ja, also, irgendwie schon, ne? Weißt du, was es braucht, ist ein Barbar und ein Totenbeschwörer. So. Seht nach eurem Begleiter. Gucken wir mal, ob die noch am Leben sind. Innere Ruhe halten. Ah, wenn ich also stillstehe und angreife, dann kriege ich immer neuen Bonus. Wie gut, dass ich mich nicht die ganze Zeit bewege, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich gleich lang gehen soll hier so.
meinem Brettchen. Ich wollte nach links gehen, aber irgendwie sind da immer Intelligenz und so im Weg und ich will die nicht, ich will lieber Stärke. Ja. Verdammt, ich muss klüger werden, um da weiterzukommen. Was ist denn hier schon wieder los? Was für ein gewaltiger Sturm. Was ist da draußen passiert? Vor dem Sandsturm. Die haben gar nicht mitgekriegt, was wir gemacht haben. Elias hat Andriel beschworen. Verdammt. Dann hat er das Ritual vom Vulkan aus beendet. Keine Sorge, wir haben den erledigt. Naja. Dieser Mann hat Lilith beschworen. Ihr sagt also, er beschwor auch ein geringes Übel? Bleib dran, Mädchen. Ups. Ist Andariel fort? Ja. Und Elias? Nein. Er ist geflohen. Bevor er die Stecken. Lora dreht sich die ganze Zeit bei mir hin und her. Kam Elias nach Havisar. Er nahm etwas. Weil ich so unten, weil ich habe den von unten angesprochen. Er dreht sich die ganze Zeit zu denen und dann zu mir. Ich habe in Havisar eine Freundin, die die Kunst der Unsterblichkeit beherrscht. Sie könnte sein Geheimnis kennen. Ich bringe euch zu ihr. Ich dachte, wir verfolgen Lilith und nicht Elias. Ihn zu finden, könnte uns zu ihr führen. Und während wir nach ihm suchen, könnt ihr am Stein arbeiten. Genau das wolltet ihr doch, oder? Gut, ich beiße an. Bei einem der seltenen Momente, an denen ihr mir einen guten Rat erteilt habt, meintet ihr, die Antworten, die man braucht, findet man oft dort, wo man am wenigsten nachsehen will. Ihr habt das gesagt. Ah, ihr habt recht. Machen wir die Pferde bereit. Pferde, die haben wir. Ich brauche ein Pferd, wollte mal sehen. Ach, gut, wenn wir keine Pferde hätten. Ja, die anderen sind bereit. Hört mal, ich habe vorhin nichts gesagt, aber gut gemacht. Ihr habt euch an Dariel gestellt, einem geringen Übel, und überlebt. Das schafft nicht jeder. Aber lasst euch also das geringe nicht Übel sind so mit den höheren Übeln. Gleichzeitig ist geringe Übel sind sozusagen so Low Level. Dämonen und höhere. Ich weiß, was gering heißt, Daniel, danke. Wieder vereint. Neue Verbündete, die begierig aus unserem enormen Wissen schöpfen wollten. Im Kampf gegen die sich ausbreitende Dunkelheit vereint. Und Lilith ist dann irgendwie ein höheres, oder was? Oder ist die nochmal eine Ebene höher? So mittleres Übel soll die sein. Doch, ein was? Die Gabe, immer das Gute in den Menschen zu ein mittleres. Eines war mittleres. Das ist in der Mitte, Daniel. Lilith okay. Wollte Mephisto verschlingen und sich seine Macht aneignen. War das von Anfang an ja. Besser? Besser an höher? Weißt du, es gibt den Anfang, es gibt die Mitte und... Über die Hölle. Und dieser Narr, der Vater, sollen, weiß ich nicht, was der Vater ist. Vielleicht waren wir nicht perfekt, doch wir wussten... Ich meine hier der Diablo hier, der Oberdämon hier. Ist dann auch ein höheres. Ist der ein größeres Übel, was ist noch über dem? Ein ganz großes Übel. Oh, ich habe irgendein Amulett. Der nächste Stern. Frage mich, ob es hier auch Satan gibt. Le Diabolo. Oh, Akt 4 schon abgeschlossen? Akt 5. Okay. Haben wir letztens erst angefangen. So. Oh, da müssen wir wieder ein neues Gebiet rein. Boah. Spannend. Mach die Pferde breit, das könnte etwas dauern. Heuhat, hüht. Boah. Wieder eine neue Region, glaube ich. Steigen bald auf. Ja.
Den weg! Ja, scheiße, das ist die falsche Richtung. Oh. Oh, noch eine Stelltruhe. Nix drin für mich. Ich habe keinen Schlüssel. Genug Boot. Aus. Kein Schlüssel mehr. Nee. Oh Gott, was ist denn hier? Na, falscher Knopf. Ich bin noch nicht bereit. Das ist der Schlüssel für mein Pferd. Das ist jetzt ziemlich mal. Das ist ja ziemlich bestätigt, dass die ganzen Gorosei aus One Piece alle eine mystische Zornfrucht haben. Okay. Ist so ja gut wie bestätigt, weil hier der einer der Gorosei, der ist jetzt gerade da in Aktion gerade. Der kämpft gerade praktisch so indirekt gegen die Crew von Ruffy. Ja, man hat da so Silhouetten gesehen, als sie im Thronsaal waren, irgendwie sowas. Ja, das war schon klar, dass das Zoan sind, aber das ist auch jetzt praktisch so gut wie bestätigt, dass Zoan, mystische Zoan, die stärksten Teufelsfrüchte sind. Ja, ja. Die sind ja noch stärker als Logia im Prinzip, also. Wir wussten ja schon, dass die selten als Logia sind, aber. Ja, weil. Weil das Gorosei, die sind praktisch so die Endbosse und die haben so gut wie. Ich glaube, die haben alle ein. Ja, weil Marco, der hatte ja auch so eine Phönixfrucht. Und da war ja mehr oder weniger eine Logia und eine Sohnfrucht im einen eigentlich. Ja. Deswegen. Und noch stärker sind die, wenn die awakened sind, ey. Ja. Also der, weiß ich nicht, der einer, der Gorosei, der gerade am Kämpfen ist, der heißt Saturn. Saturn. Der hat irgendwie, der offizielle Name wurde, glaube ich, nicht genannt, aber das ist, glaube ich, so eine Art, die Leute sagen Gyuki, das heißt so viel wie Stierdämon. Minotaurus. Der ist so eine Art komische Stier-Spinnen-Mischung oder so, ey. Das Skorpion-Mischung, weiß ich nicht. Meinst du eher so wie Killer Bee irgendwie? Ja, so ungefähr, nur dass da kein Tintenfisch drin ist. Das ist auch irgendwie so ein Stier-Oktopus oder irgendwie sowas gewesen. Ja, so, irgendwie genau. So eine Kurt. Vielleicht sowas in der Art. Genau, nur da ist kein Oktopus drin. Das hat mehr so Beine wie so eine Spinne oder wie ein Skorpion. Die Hörner von einem Stier hat der. Okay, sagt mir jetzt nichts. Also ich dachte hier ausgerissen, das ist legendär. Wenn es so an Frucht erwägend ist, dann sind da immer so komische Rauchwolken um einen. Ja, das Ruffy auch gehabt. Als ja. Der immer so einen weißen Rauchkranz hat er um sich gehabt. Ja. Das ist jetzt praktisch ein Zeichen dafür, dass wenn es so an Frucht erwägend ist, ey. Weil Wap Lucci, seine Frucht ist auch erwägend, der hat das auch gehabt. Ja, ja. Schon wieder bestimmt, wo ich finde. Wo bin ich denn jetzt so viele von hinten? Ja, schon viele, ne? Aber wir haben keinen Schlüssel. Ich hab noch welche, glaube ich. Ich kann die ganze Zeit öffnen. Mach die doch auf. Ja, hab ich auch. Okay, ja. Hier. Ich hab nicht so viele Schlüssel, ey. Du siehst doch auch den Inhalt, oder? Wenn ich halt geöffnet hab. Nö. Nee? Bei mir ist die zu. Aha. Ich dachte, du sammelst ja auch die ganze Zeit Sachen, nein. Nee. Das wäre ja ein bisschen gecheatet, Daniel, ne? Aber ich hab gedacht. Genauso wie ich den Rancor besiegt habe, Daniel. Ja. Yeah. Ja, durch Cheaten. Das war nicht so geplant, ich wollte eigentlich flüchten. Aber dann habe ich gesehen, weiß ich nicht, das ist so eine Steinsäule gewesen, da bin ich drauf gesprungen. Und, Alter, ja. Naja, und der konnte mich halt nicht mehr erreichen, aber sein Kopf war genau in der Reichweite vom Lichtschwert. Da habe ich den fertig gemacht. Wird vertagt. So, ein Altar hier. Ja, mag ich. Wieder mehr Willenskraft. Wieder mehr Schaden für dich. Ja, oh, geil. Ich brauche Intelligenz, Daniel. Also, ich Willenskraft dachte, ist bei mir was anderes. Das ist Ressourcen, Dings also Ressourcen. Und erhöhte ja, okay. Rüstung. Ich brauche Intelligenz. Nein, ich tue die ganze Zeit aus Versehen absteigen. Weg.
Brache Acker. Schau dir eine stille Truhe. Ah, oh, jetzt habe ich keine mehr. Was habe ich noch da erwerbt? Oh, jetzt habe ich keine Schlüssel mehr. Schade. Ich dachte, wir wären in einer neuen Stadt oder irgendwie sowas. Oh, ist auch. Wie gesagt, haben wir sollen uns ja treffen. Zwei Fähigkeiten von. Irgendwie zwei Fähigkeiten bei meinen legendären Sachen, die bringen mir Schaden schon für mein. Oh, wir haben eine Main Quest hier. So. Neustart, ist das eine neue Umgebung wieder? Oh, schon wieder neue. Das heißt, wir kriegen wieder einen Fertigkeitspunkt, wenn wir ja Zeugs machen und mehr Tränke. Das klingt doch nicht schlecht.